Da sehen wir jetzt wenigstens hier mal das Auto. Ich weiß, warum ich hier nicht parke. Einen wunderschönen guten Morgen. Neue Woche, neues Glück. Heute ist ja Montag. Kind wollte auch unbedingt mit aufs Bild. Ne? Mama, hallo. 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 Genau. Ich habe eine kleine Korrektur. Und zwar habe ich letztes Mal gesagt, dass das hier Petersilie ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist Schnittlauch. Jetzt wird erstmal trainiert. Dann geht das Kind hier schlafen. Und dann gehen wir heute schwimmen. Da bin ich wieder, schön trainiert und rasiert. Jetzt geht's schwimmen. Gerade eben, wie wir noch aus der Haustür rausgekommen sind, noch schön einen Unfall gesehen. LKW versucht sich immer bei uns da durch die engen Straßen zu zwicken. Die müssen da anscheinend durch, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall schön den ganzen Seitenspiegel komplett, aber wirklich komplett abgerissen. Ich habe auf jeden Fall die Nummernschilder von beiden fotografiert. Falls er jetzt nicht die Polizei ruft, werden wir das ja merken. Aber jetzt geht's auf jeden Fall schwimmen, davon lassen wir uns nicht abhalten. Weil bis die Polizei hier in Berlin auftaucht, dann brauchen wir nicht mehr schwimmen gehen. Sieht leer aus. Dann gehen wir halt heute nicht schwimmen, dann geht's ja wieder nach Hause. Juhu, ich habe meine Sonnenbrille wieder. Die lag die ganze Zeit im Auto und ich war zu faul, die zu holen. Eigentlich wollte ich ja jetzt hier das Content-Video drehen, aber irgendwie ist es doch ziemlich laut hier teilweise. Deswegen verlagern wir jetzt das irgendwo anders hin. Gerade einkaufen gewesen, ich habe euch nur nicht mitgenommen, weil wir eigentlich nichts Besonderes gekauft haben. 0815 Zeug, was man halt so zu Hause braucht. Emily, mach mal den Kofferraum zu. Wir haben die Hände voll, mach mal den Kofferraum zu. Jetzt mach doch mal den Kofferraum zu. Der Tag nimmt ein Ende und jetzt wird auch langsam Zeit für den Content-Part. Ich habe hier die App MyFitnessPal. Wie ihr hier seht, das ist ein bisschen blöd gemacht hier oben. Hier hat man das Ziel, 2200 ist hier als Ziel eingegeben. Das habe ich immer aus Spaß damals einfach so gemacht. Aber hier 2573 Kalorien, das sind die Kalorien, die ich an Lebensmitteln hier alles, was ihr seht, hier eingegeben habe. Das heißt im Endeffekt, ich hätte sogar Luft noch nach oben. Könnte nur einige Kilokalorien mehr zu mir nehmen, auch selbst wenn ich abnehmen möchte, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich wiege 70 Kilo, wenn ich ein bisschen sportlich aktiv bin, was ich machen muss, wenn ich natürlich Muskeln aufbauen will und abnehmen möchte, das heißt, ich bin locker bei 3000 Kilokalorien, verbrauche sogar eher mehr, also 3200, 3400, manchmal sogar habe ich 3,8 geschafft, aber eher so 3200 bis 3400. Das heißt, man könnte sogar noch 300, 400 Kilokalorien locker nach oben gehen und könnte sogar noch gut
abnehmen. Das habe ich dann nämlich mal das Beispiel genannt, und zwar, dass man Proteine, wenn man Muskeln aufbauen oder abnehmen möchte, so zwischen 1,5 Gramm und 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte. Das wäre jetzt in meinem Fall bei 70 Kilo, wären das jetzt ungefähr 105 Gramm Proteine, die ich am Tag bräuchte. Wie ihr hier seht, bin ich bei diesem Beispiel hier bei 113 Gramm. Also mehr als erfüllt, das sind sogar eher 1,6, 1,7. Jetzt gucken wir einfach mal zurück zum Tagebuch, was ich so gegessen habe. Das ist, denke ich mal, das interessiert euch am besten. Und zwar habe ich einfach hier immer standardmäßig habe ich immer zwei Sorten Samen genommen. Leinensamen habe ich immer genommen, so um die 5 Gramm. Chiasamen, wie ihr hier seht, habe ich auch immer 5 Gramm genommen. Dann habe ich eine Bärenmischung, dann zwei Bananen waren das 200 Gramm, ein bisschen Gotchi-Bären. Und hier habe ich jetzt als Beispiel 100 Gramm Vollkorn Amaranth gepufft genommen. Das war jetzt das Frühstück. Zwischenmahlzeit, eine Handvoll Nüsse ist das ungefähr, ein Serving, das waren gemischte Nüsse. Das habe ich mir einfach so vorbereitet, dass ich das perfekt drinnen habe, sozusagen 20 Gramm waren das ungefähr. Karotten habe ich jetzt hier einfach mal auch aus Spaß eingegeben. Das sind, glaube ich, drei Karotten ungefähr, drei mittelgroße Karotten. Mittagessen wird richtig schön, da hat man junge Erbsen, war jetzt alles TK, ihr könnt natürlich auch frisch nehmen, das waren jetzt 100 Gramm, Brokkoli, ganze 400 Gramm, also eine ganz schöne Menge, Prinzessbohnen habe ich jetzt hier genommen, 150 Gramm, können auch Brechbohnen sein, also so grüne Bohnen im Endeffekt. Und 100 Gramm Quinoa, das haut gut rein, vor allem weil Quinoa schön viel Lysin hat im Vergleich zu den ganzen anderen veganen Lebensmitteln. Dann haben wir hier die Zwischenmahlzeit 2, da habe ich einen Apfel, ist das ungefähr, das ist glaube ich ein guter Apfel, Ananasstücke hier, also könnte Trockenobst ungefähr 100 Gramm, Cashewmus, da kann man ja dann noch irgendwas anders dazu nehmen, irgendwas irgendwie Datteln oder so, kann man sich an das Cashewmus eindunken, ist auch ganz lecker. Das habe ich einfach mal so, damit man die Fette ein bisschen hochtreiben kann und trotzdem noch ein gutes Beispiel hat, habe ich das Cashewmus hier eingetragen. Und wie ihr hier seht, Abendessen, das hat es richtig schön in sich, und zwar roh ist es immer am besten zu empfehlen, eine Hauptmahlzeit am Tag rohes Gemüse zu essen, ist immer empfehlenswert. Deswegen hier 250 Gramm Champignons. Ich brate die auch immer ein bisschen an, also muss ich ehrlich gestehen, weil so ganz roh mag ich die auch nicht. Dann Würzhefeflocken, Melasse von Naturata, das sind die einzigsten, die mir schmecken, die anderen mag ich nicht so. Die hauen proteinmäßig auch richtig geil rein. Dann habe ich hier 100 Gramm Blattsalat, ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. Blattsalat hat wenig Kalorien, wie ihr seht, 20 Kilokalorien, und von den Proteinen her 1,8 Gramm auf 20 Kilokalorien, also das ist echt ein Witz. Dann nochmal 500 Gramm Gurke, das ist sogar sehr, sehr viel. Gurke hat 3 Gramm Proteine auf 60 Kilokalorien, also absolut klasse, obwohl es eine Gurke ist, also sättigt auch extrem. Da könnt ihr natürlich auch andere Sachen nehmen. Und dann habe ich hier, machen wir nochmal mit dem Gemüse weiter, hier unten Cherry-Tomaten und Paprika, was halt so in den Salat reingehört. Und dann eben, um das Ganze ein bisschen die Kalorien nach oben zu treiben und halt eben auch was Deftiges drinnen zu haben, das sind Beluga-Linsen und Buchweizen. Am besten sind Sprossen, sowas wie Proteinshake oder halt Sojasachen, habe ich jetzt einfach mit Absicht weggelassen, einfach um euch zu zeigen, dass es auch ohne diese Produkte als Veganer locker klappt, auf seinen Proteinbedarf zu kommen. Aber jetzt habe ich genug gelabert. Die Sonne geht jetzt auch langsam unter, verschwindet langsam, es wird langsam hier düster. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch scharf bin. Ich hoffe, ich war die ganze Zeit scharf. Wenn nicht, tut's mir leid.